Ja, und damit sage ich herzlich willkommen oder willkommen zurück, meine lieben Zuschauer und Freunde der Zaubererzunft, zu Battle Mages. Aber dieses Mal Sign of Darkness. So, das erste, was ich mache, ist ein neues Profil erstellen. Das ist mein Privatprofil nämlich. Ein Let's Play-Profil. So. Damit wir einen komplett sauberen Stand haben. Also, wenn man guckt, keine Safe Games und die Kampagne ist auch vom Anfang an. Also, wir können mit dem Prolog nur anfangen. Ja, Battle Mages Sign of Darkness, was sozusagen eigentlich das Prequel ist, also es spielt vor Battle Mages, ist aber halt später rausgekommen. Hat einige Neuerungen, gerade was den Charakter angeht. Hat auch neue Einheiten und neue Elemente auf der Welt. Das werden wir dann aber sehen. Und was auch neu ist, ist, dass die Kampagne in Einzelteile unterteilt ist. Also es ist nicht eine durchgehende Kampagne, sondern es sind mehrere Einzelkampagnen mit verschiedenen Magiern. Ja. Charakter ändern bringt nichts. Einzellevel bringt auch nichts. Hier können wir, glaube ich, auch nicht wirklich was noch machen. Die Videoeinstellungen und so weiter habe ich. Ja. Dann würde ich sagen. Ach ja, was ich noch sagen wollte, jetzt fällt es mir wieder ein. Eine Besonderheit zu zum Battle Mages Hauptspiel, zum ersten Teil, ist, dass die Synchro in Englisch ist. Also es gibt keine deutsche Synchro mehr, nur um das mal vorwegzunehmen, dass sich keiner wundert, warum jetzt alle Englisch reden. Was ich ein bisschen doof finde, weil gerade für Einheiten und so gab es ja schon eine deutsche Synchro. Aber ja, damit müssen wir leben. Also, wir fangen mit dem Prolog an. Dunkelheit über den Nordbergen. Ja, Prolog. Dunkelheit über den Nordbergen. Dank unerschöpflicher Vorräte und der Kontrolle über den Kristall konnten die Menschen im Laufe der Jahrhunderte ihre magischen Fähigkeiten perfektionieren. Sie gedeihen unter dem Schutz der Gilde und werden von niemandem bedroht. Wir fangen mit dem Übungsgelände an. Das ist optional eigentlich, aber ich möchte es euch einfach mal zeigen, weil auch ein paar neue Elemente erklärt werden und so. Und ja, dann kümmern wir uns um die Goblin-Länder, die erste Mission. Also, auf ins Übungsgelände. Tutorial, das Übungsgelände. Auf dem Übungsgelände in den Nebelbergen haben schon viele berühmte Magier von Denmor ihre Karriere begonnen. Und das werden wir jetzt auch dieses Mal. I'll meet you at the Guild Training Grounds. Let's see how well you control your astral body. Ja. Turn left to the rock. Dreht euch nach links zum Felsen. To rotate the camera, press and hold the mouse wheel or control and move the mouse in the direction you desire. Also nach links drehen. Well done. Now look to the right on the road. Good. Show me your levitation skills. Fly up and down. Und ja, ich sollte das vielleicht auch vorlesen. Sicher ist sicher. Gut, dann zeigt mir mal, wie gut ihr fliegen könnt, indem ihr euch in der Luft auf und abwärts bewegt. You control your attitude with a mouse wheel or the page up and page down buttons. Ihr könnt eure Höhe mit dem Mausrad oder den Tasten Bild auf und Bild absteuern. Und wenn man es hier oben sieht, haben wir ein paar neue Menüs. Also wir können hier direkt auch mit dem Button Pause machen. Anders als im ersten Teil. Aber der Taste ist dann doch effektiver. Wir können uns Städte auflisten lassen und schnell zu denen hin und her springen, was es einfacher macht. Wir können aber auch jetzt unsere Aufträge. Man sieht, das Auftragsbuch ist etwas anders. Also ja, für die Leute, die jetzt mit Signs of Darkness anfangen und Battle Mages nicht geguckt haben bei mir,
Bei denen muss ich mich entschuldigen, weil ich setze jetzt gerade voraus, dass ihr Battle Mages gesehen habt und ziehe ein paar Vergleiche. Nur so als Vorwort. Aber ja, zurück zu dem, was ich sagen wollte. Das Auftragsmenü zum Beispiel hat sich auch ziemlich geändert. Man sieht, es wurde in Haupt- und Nebenaufträge unterteilt, dass man besser sehen kann, was muss ich machen, um die Story voranzutreiben und was sind einfach nur Tötungs- oder so Aufträge. Also ja, wir sollen nach links, nach rechts sehen und jetzt sollen wir nach oben und unten fliegen. Also mit unserem Astralkörper. Und wir haben sogar ein Tagebuch, was eigentlich unser Log ist. Also das hieß vorher Log. Und ja, Aufträge. Seht euch den Felsen, an dem euer Mentor steht. Seht euch den Felsen an, auf dem euer Mentor steht. Drückt das Mausrad und bewegt die Maus nach links. Wenn ihr zu weit von eurem Mentor weggeflogen seid, dann versucht den Kopf von einer Seite zur anderen zu bewegen. Seht euch um, das ist ein einfacher Test eurer Fähigkeit. Zeigt eurem Mentor, wie gut ihr fliegen könnt. Also ja, die Erklärung war, wir sollen hoch und runter, also machen wir das auch. Try flying along the runic stones on the road. Und jetzt sollen wir fliegen. Bis zu unseren Truppen da vorne. Also ja. Press the W, A, S or D buttons to move. Mhm. You can move your astral body by bringing the cursor to the edge of the screen. Hier sind Magier, die irgendwas machen. Notice the minimap in the bottom right corner. Here you can see the quests, locations and the locations of your astral body in the world. The light corner shows the area you are looking at now. Press M to open a detailed map. Also ja, mit M. You will be assigned different quests during the game. They are displayed in your quest list. To open it, press Quests or Q. Ja, fliegt da den Runensteinen entlang. Zeigt eurem Mentor, wie gut ihr euren Astralkörper kontrolliert. The main quests are displayed on the left page of the book. Optional quests on the right. Tip: To see a detailed description of the quest, bring the cursor to it and wait. Also ja, wir können mal pausieren, dann können wir das Tagebuch auch so aufmachen. Also, was unser Magier selber, das ist übrigens er selber, der gerade uns die Tutorial-Sachen erklärt, sagt, ist, drückt die Tasten WASD, um euch zu bewegen. Ihr könnt euren Astralkörper auch bewegen, indem ihr mit die Maus an den Bildschirmrand bewegt. Achtet auf die Minikarte in der rechten unteren Ecke des Bildschirms. Hier seht ihr, wo ihr eure Aufträge ausführen müsst und wo sich euer Astralkörper befindet. Das hellere Gebiet ist die Gegend, die ihr gerade seht. Also ja, das ist der Kegel. Drückt M, um eine größere Karte zu öffnen. Im Verlauf des Spiels bekommt ihr einige Aufgaben, die in der Auftragsliste angezeigt werden. Diese könnt ihr durch Klicken auf Aufgaben oder Drücken von Q öffnen. Tipp: Die Hauptaufträge seht ihr auf der linken Seite des Buches, optionale Aufträge auf der rechten. Bringt den Cursor über den Auftragsnamen und wartet einen Moment, um eine genaue Beschreibung angezeigt zu bekommen. Mhm. Also ja, zeigt eurem Mentor, wie gut ihr euren Astralkörper kontrolliert. Drückt WASD, um euch zu bewegen und drückt das Mausrad oder Steuerung, um euch umzusehen. Mhm. Also ja, jetzt bewegen wir uns mal weiter durch diese netten Steine. Und jetzt werden wir angegriffen. I was attacked. It was a magic trap. A simple test for checking the stability of your astral body. Chaos demons. I felt their scorching breath on my astral body and on my physical body as well. Remember that your astral body is vulnerable to certain spells. There are plenty of creatures who mean you harm in Deanmoor. Ja. Also ja, wir haben was abgekriegt, was wir im ersten Teil eigentlich, glaube ich, nie hatten, dass jemand auf uns geschossen hat. Aber ja, das kostet uns dann einfach nur Mana. Mana ist so gesehen auch unsere Lebenspunkte. Und ja, es gibt auch eine Enzyklopädie jetzt mittlerweile, aber zu der kommen wir später. So, wir haben Truppen. Greetings, Battle Mage. My army is under your command now.
Your aim is to destroy a few hostile creatures and reach the fort. Keep all your warriors or you'll fail the test. Mm-hmm. Happy to serve. To select, yes. Left click on a troop or click the troop icon at the bottom of the screen. Also ja, wir müssen jetzt diese Truppen kontrollieren und bis zu der Festung da oben kommen. Ohne dabei Truppen zu verlieren, wenn wir gegen Wildschwein oder so kämpfen. Und er sagt gerade... Das Scrollen hier ist verkehrt rum. Um eine Einheit auszuwählen, wählt diese mit einem Linksklick an, aus oder klickt auf das Einheitensymbol unten am Bildschirm. To order the selected troop to go to a certain location, right-click on the spot Let's you would like go. It to go to. Forward. You may use the hot V key for that purpose. Yes. To rotate the selected on your troop, command. Press the right mouse button Forward. And point in the direction with the cursor. Forward. Also ja, er hat uns jetzt gerade die Grundlagen so erklärt, also Einheiten auswählen mit Linksklick, mit Rechtsklick Befehl geben zum Hinmarschieren. Wir können auch V benutzen. Einheit drehen mit der rechten Maustaste, also so wie wir es auch immer machen. Forward. To follow a troop, right-click on the troop icon at the bottom of the screen. Let's go. On your command. Ich kann auch einem Trupp folgen. The controls will change slightly in the following command. Of the troops mode. The camera will rotate around the troop now. Ja. To switch from the follow the troops mode into the free fight mode, press one of the following keys. A, S, D, W. To pause the game, press spacebar. To resume the game, press spacebar again. Ja, jetzt hat er gerade erklärt, dass wir mit der Leertaste Pause machen können und dass wenn wir um eine To increase or decrease your speed of the game, press plus and minus on the number pad. Und dass wir mit plus und minus die Geschwindigkeit verändern können. Well, we don't know. Und ja, sie reden jetzt Englisch. Good. Well, we don't know. Und ja, er sagt uns lustigerweise nicht, wie wir mehrere Truppen auf einmal auswählen. Well, we don't know. Wolves again! Wölfe greifen uns an. To attack the enemy, select your warrior and right-click on the enemy. You can use the hotkey X for that purpose. You can read information on enemies and artifacts in the encyclopedia. To open the encyclopedia, press N. Ja, also jetzt kommt die Enzyklopädie ins Spiel. Das machen wir aber erst, wenn wir die Wölfe tot haben. Also ja, drüber hovern und Alt-Taste für mehr Infos, das klappt auch immer noch. So, N. Note that your warriors became stronger. They received a new rank and some of their stats improved. Ja. You have enough experience points to reach the next level. The amount of your experience points is displayed on the next crown icon in the bottom left corner. To gain new skills in exchange for experience points, press C. Also wir sollen jetzt C drücken eigentlich, aber gehen wir mal kurz in die Enzyklopädie. So. Hier haben wir unsere eigenen Units. Gegner. Zauber. Artefakte, die wir nicht haben. Und das hier. Legenden. Naja. Also. Wir haben Schwertkämpfer. Leichte Waffen, die Abwesenheit von Rüstung und deshalb geringere Kosten machen Schwertkämpfer zur Hauptstreitkraft der Milizen. Sie sind mit großen Schilden ausgerüstet, die sie vor feindlichen Pfeilen, schützen. Haben 220 Leben, ein Leben die Regeneration die Sekunde, 55 Stechen und 55 Spießrüstung, Widerstand gegen Chaos, Natur und Energie. Am meisten gegen Chaos. Also rote Magie, grüne Magie und blaue Magie im ersten Teil. Heißt jetzt Chaos, Natur und Energie. Haben 60 Angriff. Also Angriff zum Treffen. Machen einen Nahkampfschaden, Stechen von 22. Und haben einen Crit, also das tödliche Treffer soll ein Crit sein, von 5.